Ja, gut natürlich. Also wenn man auswärts in Balingen, wo es immer schwierig ist zu spielen und immer vor allem schwierig ist zu gewinnen, so deutlich gewinnt, dann geht es einem natürlich gut. Bin ja wirklich zufrieden mit der Mannschaft, vor allem mit der zweiten Halbzeit, wie dominant wir in der Abwehr gespielt haben, mit einem starken Torhüter die ganze Zeit hinten drin und dann auch sehr konzentriert im Angriff und die entscheidenden Bälle reingeworfen. Und das war heute schon wirklich eine sehr, sehr gute Leistung von uns. Ja, eigentlich nur so weitermachen wie in der ersten Halbzeit. Ich finde, in der ersten Halbzeit sah es auch schon gut aus. Kriegen ein paar blöde Tore, machen ein paar blöde Fehler im Angriff, sonst hätte es auch schon da deutlicher aussehen können. Und dann in der zweiten Halbzeit hat Balingen keine Lösung gefunden gegen unsere Abwehr. Ich glaube, die machen zwei Tore in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit und da haben wir ihn natürlich dann schnell ins Zahn gezogen. Ja, es wird natürlich ein ganz anderes Spiel. Die Füchse sind eine Top-Mannschaft. Die sind von den Minuspunkten im Moment die auf Platz 2 in der Tabelle und für die geht es um viel, für die geht es um die Quali für die Champions League, da ist jeder Punkt wichtig, aber wir spielen natürlich nach Hause, zu Hause. Für uns ist auch jeder Punkt eigentlich immer noch wichtig. Wir wollen weiter nach oben in der Tabelle und wollen die gute Form aus den letzten Wochen bestätigen. Ja, ich finde, dass die ersten 20, 25 Minuten hat Balling gut gespielt. Wir wissen, dass sie ein gute Heimmannschaft ist und wir wissen, dass wir einfach weitermachen müssen und haben auch gesagt in der zweiten Halbzeit, dass wir die bessere Mannschaft sind. Ja, natürlich geht es gut. Ein guter Sieg für uns. Wir hatten in die zweite Halbzeit war alles im Griff und ja, war schön, dass wir so ein Spiel gespielt haben. Ja, dass wir einfach weitermachen müssen. Also wir stehen gut in die Abwehr und machen eigentlich viele gute Chancen, aber wir müssen den Ball im Tor kriegen und haben wir auch geschafft in die zweite Halbzeit und dann ja, war wir besser.